Der Räum den Strand auf Tag ist einfach perfekt. Sogar besser als der Früchtebrotwurftag. Am besten. Ja, absolut. Ja. Ich mag den Früchtebrotwurftag. Treffer! Der Flip zu diesem Flop. Oder nur ein Flop. Ha, das sind mit Sicherheit Hausaufgaben. Die Leute vergessen echt die komischsten Dinge am Strand. Moment, das sind ja meine. Dahin sind sie verschwunden. Hallo, Skipper. Hallo, Jessica. Du scheinst beim Räumen den Strand auf Tag zu helfen. Ja, den verpasse ich doch nie. Ich würde ihn auch nicht mal im Traum verpassen. Nope, klar ist das auch harte Arbeit, aber es lohnt sich. Oh, als Arbeit sehe ich das nicht. Eher als ein spaßiges Makeover für den Strand. Das habe ich auch gemeint. Spaß und keine Arbeit. Und wer liebt den Strand nicht? Wohl niemand mehr als ich. Also ich liebe den Strand ohne Ende. Sicher nicht mehr als ich es tue. Es soll eher kein Wettbewerb werden. Natürlich nicht. Hey, Skipper, na, wie läuft das Aufräumen? Habt ihr was Lustiges gefunden? Jessica ist hier. Oh nein. Oh doch. Sie sagt, sie liebt den Strand mehr, als ich es tue. Und dann hat sie mich zu einer Art Aufräumduell herausgefordert. Oh, da muss ich sofort an den Kuchenbazar damals denken. Das hat nicht gut geendet. Ihre Muffins waren auf jeden Fall gekauft. Ihr wisst genau, welche Knöpfe ihr bei der anderen drücken müsst. Denn dann drückt er wohl sie auf die Knöpfe. Okay, ich weiß schon, was du meinst. Skipper, konzentrier dich. Heute geht es nur um den Strand und nicht um deinen Streit mit Jessica. Du hast recht. Ich werde mich auf den Strand und nicht auf irgendwelche Knöpfe konzentrieren. Das klingt sehr gut. Bis später dann, ja? Tschüss!